Rein da mit den Brocken. Ja, es läuft mal wieder hier an der Yama und man hört von diesem Spot von allen Seiten. Alden, warst du schon am Spot? Alden, hast du schon mal probiert? Alden, da geht's voll ab. Und zack. Na guck, Alter, nen Brachymystax. Jawollo, schöner Brocken, direkt wieder raus mit dem Köder und gib ihm. Letzter Beitrag war vom Tapetenlegger und der Tapetenlegger sagte gar nichts. Der hat einfach nur im Discord, Link zum Discord direkt unter Video, hat er gepostet in der Trophyhalle einen Wahnsinnsbrocken. Hier an der Stelle gefangen auf diesen Köder. Und das gucken wir uns doch jetzt einfach mal an, Alter. Einen schönen, eine Kamtschatka, Alter, eine Kamtschatka-Regenbogenforelle. Also das ist ja der absolute, das ist mal selten, das Viech. Und das als Trophy gefangen, Alter. Ein fettes GZ, 8,1 Kilo, richtig, richtig nice. So soll das. So, und ich bin natürlich erstmal schön hin, ab zur Yama, ab zum Spot. Es war mitten in der Nacht, und was machst du mitten in der Nacht? Jo, angeln, ne? Rumprobieren und testen. Und so in den Morgenstunden, so 3, 4 Uhr, ging es dann auf einmal los. Und zwar war ich in der Nacht erstmal mit der Pose unterwegs. Erster Fisch, wieder so ein Brachi. Masulachs und so weiter. Ostsibirische, Silberlachs, Fischleich und Tauwurm habe ich mal probiert. Ein bisschen drüber, aber einfach mal getestet hier auf 1,80 Meter Tiefe. Also gar nicht mal so flach. Einige Silberlachse, Rotlachse dabei. Richtig schön hier. Fischleich und Tauwurm. Also wenn du Bock hast, hier mit der Pose dich hinzustellen, war auch gar nicht so weit ausgeworfen. Sagen wir mal da, wo die Rutenspitze jetzt so gerade ist. So in dem Bereich. Ich würde sagen, so ungefähr 7,35 Meter oder 8 oder 10 Meter. So sagen wir mal 10. Ne? 10 hört sich, glaube ich, gut an. Einfach aus dem Handgelenk ausgeworfen. Ich weiß es nicht. Müssen wir gleich mal kommen. Wir klippen mal. Komm, wir klippen mal. Jetzt ist hier der Ding, ist gerade eh am Rand. Wir klippen mal da vorne hin. Einfach nur zum Testen. Passt das ungefähr? Machen wir mal auf 10 Meter. Clip. Na super. Nochmal direkt testen. Also 10 Meter und. Ja. Sagen wir 12 Meter. Sagen wir 12 Meter und dann sollte das ungefähr passen. 12 Meter geklebt mit der Pose ungefähr in dem Bereich und da ging das richtig gut ab. So, jetzt bin ich natürlich greedy, jetzt bin ich natürlich gierig. Nächste Meldung, mehrfach schon hier an der Stelle ausprobieren. Wenn mich nicht alles täuscht, hieß es auch schon letzte Woche, letzte Woche, Alden, letzte Woche, ja. Letzte Woche hieß es, Alden, Königslachse hier an der Stelle. Probieren, probieren, probieren. Alles auf dem Zander Kunstköder. Absolut bester Köder. Kann man gut machen. So, nächste Dingen. Ich gucke hier heute schön entspannt, hoppala, auf YouTube. Was passiert? Magic Fruit hier macht erstmal ein Video zu Russian Fishing 4. Ich denke mir, was geht denn jetzt ab? Der Lümmel steht. Alter, der nächste Brachi. Der Lümmel geht genau hier an die Stelle und zieht hier richtig schön raus. Bisschen andere Köder, bisschen anderes Setup. Ich verlinke das am besten mal. Direkt mal reingucken, Kanal abonnieren. Da geht auch ein bisschen was. Und das, wie gesagt, mit einem ganz anderen Köder und ganz anderem Setup, aber auch richtig erfolgreich. Also offensichtlich kann man hier ein bisschen rasieren an der Stelle mit verschiedensten Ködern. Und weil ich ja auch ein bisschen gierig bin, wobei ich ja fast vermute, dass es einfach nur Glück war, ne? Mit der Kamtschatka, die ist so random, die Kamtschatka-Regenbogen, die ist so random, dass hier mit dem Brachi, ne? Das ist schon sexy. Das ist schon nice. Übrigens vom Setup her, ich habe ein bisschen rumprobiert. Ich bin jetzt sogar runter auf 9 Kilo, also knapp 10. 9,8 Kilo Fluorocarbon komplett. Also schön, fein und zart. Zart besaitet, wie ich bin. Einfach hier schön einen nach dem anderen rausziehen. Und ja, es macht
nochmal den Unterschied. Also wenn man hier schön fein unterwegs ist mit Fluorocarbon, also massiv transparent und fein, ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Wenn man hier mit sehr großen Ködern unterwegs ist, also mit so einem 25er Weiko oder 22er Sotori und so Sachen, ja, da sehe ich mich dann doch auch eher mit ja, so 13 bis 17 Kilo Fluorocarbon. Einfach um da auf ein bisschen auf Nummer sicher zu gehen. Denn da können ja dann doch eher mal auch die dicken, fetten Könige reingehen. Und da macht das natürlich dann nicht so Bock, wenn man hier mit 9 Kilo unterwegs ist auf dem Königslachs. Von der Position 194, 198 sind wir hier. Gar nicht weit. Richtig angenehm. Da musst du nicht weit rennen. Zack, eben hier hin zur perfekten Uhrzeit, irgendwie 3 Uhr, 4 Uhr in der Nacht. Zack, ankommen, hinlaufen, Attacke, Vollgas. Und was ich auch schon ein paar Mal im Stream gesagt habe, hier genau an der Stelle, man sieht das so ein bisschen. Und ich vermute ja einfach mal, dass RF4 das extra gemacht hat. Es gibt so ein paar Stellen hier an der Yama, die quasi dafür gemacht sind, dass die Posen- und Stippangler hier auch erfolgreich angeln können. Da, hier, look at this. Du stehst hier, also ich stehe ja jetzt quasi, guck mal, wir stehen ja schon bei dem Wasser. Also wir stehen hier auf der Map und du stehst ja quasi optisch hier schon im Wasser. Aber mit der Stippe, 7 Meter Stippe, 6 Meter Stippe, landest du schon in einer Area, die bestimmt schon gut funktioniert fürs Stippen. Hier hinten haben wir noch so eine Stelle. Hier unten ist noch so eine Stelle. Maybe here, maybe there. Also, es gibt immer wieder so ein paar Stellen, wo man einfach auch mit der Stippe gut nah an die etwas tieferen Stellen drankommt, um dort möglicherweise ein bisschen besser was wegzuziehen. Deswegen klappt das auch hier ganz gut, wenn du hier mit der Match stehst oder mit irgendwas anderem, wo die Pose dranhängt. Also, sowas kann man auch durchaus mal nutzen. Die Map ist ja nicht umsonst irgendwie so aufgebaut. Ne? Irgendwie machen die sich ja auch Gedanken, wie das alles so auszusehen hat und wie die Leute hier stehen und dann angeln und ja, im Idealfall dann ja auch was fangen sollen. Die denken sich ja nicht, Mensch, wie machen wir die Map hauptsächlich so, dass die Leute nichts fangen? Nee, nee, die sollen ja irgendwie was fangen, aber es soll ja auch ein bisschen tricky sein. Ist ja klar. So, jetzt gib mal ein bisschen Gas hier, Alten. Ich hätte noch gerne so einen schönen, feisten Brocken. Am besten eine Kamtschatka-Regenbogenforelle auf dem Angry Walker in grün. Das wäre schon geil. Einser Haken würde ich schon feiern. Oder soll ich mal was anderes testen? Vielleicht haben wir ein bisschen anderes Wetter. Dann nehmen wir mal den Walker, und zwar diesen goldenen. Der hat ja auch eine Zeit lang richtig gut gelaufen. Ja, der hat ja super funktioniert. Und vielleicht ist das gerade the shit. Wobei, es ist gerade wieder so leicht bewölkt, ne? Gucken wir. Einfach testen. Relativ warm ist es auch gerade. Also vielleicht doch eher bei warmen Temperaturen auch so ein bisschen oberflächennah und bei kalten Temperaturen eher so ein bisschen tiefer rumagieren und testen und probieren. Ja, zack. Da geht der nächste Brocken rein. Ja. Ja, gerne, gerne mehr davon. So moke wie that. Erster Wurf, erster Fisch. Und look at this. Masu, Alter. Schön sesshafter Masu. Auch den nehme ich gerne mit. Ja, Angry Walker. Angry Walker einkaufen. Vernünftige Haken drauf tüdeln. Irgendwas, was ein bisschen größer ist als Original. Guck mal, hier so ein Einser passt eigentlich schon ganz gut. Und mit einem Einser hat man da auch wirklich ein ganz gutes Verhältnis auch für die Fische, die hier drinne sind. Und damit kann man wirklich auch ganz vieles rausziehen. Bis hin zum Lennock zum Beispiel. Auch ein Köder, wo der Lennock immer wieder drauf anspringt, ob das hier an der Yama ist oder ob das eben auch an der Tunguska ist. Also da klappt der Angry Walker auch immer wieder gut. Ich ziehe nochmal kurz rein, gehe auf den Lennock Walker. Das ist dieser hier. Zack, nehmen wir mal den. Details. Oha, 2-0, komplett übertrieben. Habe ich noch den anderen? Walker. Den habe ich, glaube ich, mal für einen Hecht verwendet oder sowas. Auch ein bisschen übertrieben. 1-0-Haken, egal, raus jetzt damit. Zack, gib ihn. Angry Walker. Der schwarze Allen 004, genau. Das ist der, worauf die Lennox immer wieder reinballern.
Das läuft dann auch immer wieder gut. Wie gesagt, an der Tongue im Seitenarm, aber eben auch hier an der Yama. Zuletzt immer wieder gut, auch hier unten auf 150 die Posi. Hat auch immer wieder gut funktioniert. Hier in dem Bereich habe ich es noch nicht probiert, deswegen raus damit und testen. Und vielleicht ballert ja hier auch noch so ein Masu rein oder sowas. Also, viele, viele Köder, wenn wir es zusammenfassen, viele Köder, die funktionieren. Es funktionieren verschiedene Angelmethoden. Auf Grund habe ich noch nicht probiert. Aber es funktioniert die Pose, es funktioniert das Spinning. Spinner habe ich auch noch nicht geworfen, mache ich gleich auch nochmal. Noch ist es nicht dunkel, gleich mal Spinner werfen. Spinner mit Sicherheit auch, Blinker und dann hier die Topwater reinballern. Verschiedene Köder auf Pose, safe. Einfach, weil es hier so praktisch auch ist, wie für Pose gemacht, für Pose prädestiniert. Und dementsprechend ist das, glaube ich, hier eine ganz wichtige Stelle, die man sich merken sollte, die man immer mal wieder antesten sollte. Und dann lübt das hier. So, 194, 198, abgehakt. Gönnt euch sämtliche Infos zu dem Spot. Je mehr man sich anguckt, je mehr Infos man hat, umso besser ist es. Also mal eben im Discord reingucken, wo da noch was geht, mit welchen Ködern was geht. Ja, ins Video vom Magic vielleicht auch noch reingucken direkt. Gucken, was da so geht, wie er das so gemacht hat, auf dem Yama-Set-Start sozusagen. Also mit einfacherem Setup hier nicht so komplett übertrieben, geht das halt auch richtig, richtig gut. Und dann Attacke Vollgas, Casher voll machen hier an der Yama. Petri Lümmels, wenn es gefallen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Das gefällt mir und hilft mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und auf YouTube gleichzeitig montags, mittwochs und freitags immer ab 19 Uhr. Petri.